So, Freunde, willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind natürlich hier, wo wir die nette Loretta erledigt haben. Und Herr der Noobs hat geschrieben, er hat sich hier oben zum Kämpfen hinter dieser Statue so ein bisschen verschanzt. Stimmt eigentlich, hätte man machen können. Hier ist ein bisschen weniger Platz für so ein Pferd und die Manöver allerdings natürlich auch dann im Gegenzug für uns, aber es hat ja jetzt geklappt. War alles okay. Was sagen denn 10.000? Ja, ich würde sagen, dass wir nochmal eine Stufe steigen. Ich schätze, knappe 15.000 sollten eigentlich reichen. Stufenaufstieg. Ja, 12.900. Was wollen wir denn? Noch mal ein bisschen. Komm. Es muss richtig reinhauen, wenn wir zuschlagen. Und ausdauermäßig und so geht's bisher eigentlich ganz gut. Aber jetzt gucken wir mal. Also, wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Drei Schwestern. Aha. Was? Was? Wir haben einen netten Drachen. Ich weiß nicht, ob man den. Kann ich den so fertig machen? Ey! Komm mal her kurz, bitte. Eine Frage. Ich verlaufen! Oh! Er sich nicht. Also vom Platz her ist es hier wirklich schwierig, aber vielleicht fliegt er ja nicht so viel. Ohohoho. Schauen wir mal, ob das was wird. Wenn nichts wird, wird. Hier ist schwer mit Ausweichen. Eieiei. Wo? Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ach da. Sag doch was. Was war das denn? Was passiert hier? Wo ist er? Komm zurück, ich war noch nicht fertig. Ey, sind die Drachen auch schon magisch oder was? Was passiert denn hier? Hola? El Drachos? Ja, das ist natürlich schade. Etwa bei der Hälfte und jetzt ist er weg. Hm. Okay, na dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Der Wille war da. Aber es war mir nicht vergönnt. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ist da der nächste Rave oder was? Nee, nichts weiter. Okay. So, dann gucken wir mal eben, was haben wir denn hier schönes. Da oben ist ein Ort der Gnade drin, schon mal. Das kann nicht schaden. Die Frage ist halt, sind hier auch Feinde? Drei Schwestern. Warte mal, wie viele Türme sind das denn? Eins, zwei, Rannis-Turm, ja, könnte durchaus sein. Oh, 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 oh. Mal rein. Könnte durchaus sein, dass ein Turm für eine Schwester steht. Ein Turm? Ist das da vielleicht ein Turm? Ach so, Gott.
Und das hier. Schimmersteinglühwurm. Hallo? Scheint alles friedlich zu sein. Aber hier scheint es ja irgendeine Aufgabe oder sowas zu geben. Ansonsten schenkt man so einem Gebiet nicht so drei Türme und der Name drei Schwestern und so. Also irgendwas ist hier doch. Schauen wir uns mal hier oben um. Vielleicht liegt hier ja die Lösung. Das ist ein Aufzug, okay. Hallo. Liebe anbieten. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Es gibt keinen besonderen Grund. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Rani der Hexe dienen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Konsequenzen daraus sind. I see. Nee. More's the pity. Come to me again, shouldst thou change. Surrendering thyself into the service of a dull witch is not as frightful as thou fearest. Denn ich bin eigentlich nicht hier, um irgendjemandem zu dienen. Ich bin Freiberufler und so soll es auch bleiben. Denn normalerweise bin ich da nicht so, dass ich sage, ja komm, ich verbünde mich mit dem und dem und so. Ich bin da nicht der größte Fan von auch von Fraktionen und irgendwas, irgendeinem Bündnis beitreten und so. Aber jetzt in dem Fall, die ist mir nicht ganz geheuer irgendwie. Und ich kenne die Konsequenzen nicht halt, wie gesagt. Es ist ja in solchen Spielen dann häufig so, dass es heißt, ah ja, wenn du ihr zustimmst, dann kannst du das und das nicht mehr entdecken oder das nicht mehr spielen oder was auch immer. Und da ich das nicht weiß, lasse ich's. Und sie sagte ja, falls du deine Meinung änderst, komm nochmal zurück. Und das kann ich natürlich gern machen. So kommt der Drache jetzt nochmal wieder und ist sein Lebensbalken dann weiterhin bei der Hälfte oder hat er sich irgendwo regeneriert? Das scheint hier jetzt aber... Was höre ich denn hier? Ne, hier? Und was ist hier? Ach hier, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, löse dich, mein Freund. Der war so gut in diese grau-braunen Texturen integriert, dass ich den nicht erkannt habe. So, also diese Hexe ist eine, und das ist der eine Turm. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sie zwei Schwestern hat. Und jede von denen bewohnt vielleicht hier so einen Turm. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die untereinander freundlich miteinander sind oder verfeindet sind, was ja häufig der Fall ist bei sowas. Dass ich mich jetzt für eine entscheiden muss oder weiß ich nicht. Hier versiegelt. Rennersturm. Aktuell fest verschlossen. Das klingt wie so eine Öffnungszeit.
Aktuell haben wir geschlossen. Wegen Havarie kommen sie morgen wieder. Okay. Boah, das ist auch krass. Wie riesig einfach. Okay, da haben wir keine Chance. Und hier haben wir aber so eine kleine Burg oder sowas. Da könnte man ja durchaus mal vorbeischauen und gucken, was es hier so gibt. Nee, warte mal, da kam ich raus. Aber dann passt das mit den Türmen nicht so ganz. Ach doch. Da hinten ist noch ein Turm. Jetzt weiß ich gar nicht, welche ich gerade schon hatte. Das ist ja... Das ist überhaupt nicht unübersichtlich gemacht, aber so richtig zu erkennen ist nicht viel. Aber hier ist noch ein Turm. Der scheint ebenfalls verschlossen zu sein. Aktuell fest verschlossen. Wie ich das öffne, keine Ahnung. Oh, wir haben ja sogar einen Teil der Karte. Rannis Turm. Renner, Ranni und... Roni. Selubis. Logisch, ja. Anders hätte sie auch nicht heißen können. Auch hier haben wir nichts. Oh, Leute, wie krass das aussieht. Warte mal, da unten ist dieser Riese direkt über dem Kopf von meinem Pferd jetzt, der aus diesem Buch liest. Hier unter mir ist diese... dieses... Handspinnenanwesen. Aber hier muss ja auch noch irgendwas passieren. Vielleicht, wenn ich den Drachen töte. Vielleicht hätte ich den auch auf die Schnelle töten müssen, bevor er abhaut. Aber ich gehe mal davon aus, dass der irgendwann wieder auftaucht. Muss nur genau schauen. Vielleicht geht es hier ja auch weiter. Dieser Ort der Gnade gab mir keine Wegfindung, kein Pfeil, der mich in irgendeine Richtung gewiesen hat. Hier geht's tatsächlich nicht weiter. Ja, hier mal außen rum, aber ich befürchte ja fast, dann kommen wir... Ah ne, hier ist ein Gebiet, was ich noch gar nicht kenne. Haben wir auch ein bisschen Wasser? Da schauen wir mal nach. Aber das scheint bis auf... Ich wollte gerade sagen, bis auf den Drachen recht friedlich zu sein hier. Oh, die haben mich gleich... trinken wir einen Schluck. Noch eine. Sehr gut. Da vorne ist einer mit einer Fackel. Da jetzt. Warte mal kurz. Ich muss kurz mal absteigen, Jungs. Der dritte ist weg. Hier scheint doch irgendwas zu sein. Wie viele Punkte haben wir? 3000. Punkte vor allem. Sammeln Sie die Punkte. Zeig mal her hier. Also da geht es ja dann rechts wieder zum Eingang dieses Anwesens. Da haben wir ein paar Wölfe. Ich vermute, hier kommen noch ein paar Skelette. Aber wo bringt mich das alles hin?
oben ist was. Boah, Junge. Ah, da haben wir nochmal so ein paar Würmer. Das heißt, da ist so eine Arena. Okay. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich probieren könnte. Zu den anfänglichen Arenen zurück. Oben da, wo immer Sturm war. Das ist schon ein größeres Vieh. Ich meine, der letzte Ort der Gnade ist gleich hier vorne. Wobei, ich habe mich nicht rangesetzt. Was ist das denn? Oh! Stärker als alle anderen. Okay. Ah, da vorne haben wir ein Tor. Da führt. Okay, warte mal. Führt das denn hier hin? Das finden wir gleich heraus. Ich vermute, ich bin jetzt im Turm. Ah, nee, sehr gut. Ich dachte, ich müsste mich ransetzen, damit das aktiviert wird als Respawn-Punkt. Bei dem ist wohl nicht so. So, dann holen wir uns die hier nochmal. Ja. Ah, ich denke fast, eine neue Rüstung wäre mal angebracht, denn ich kann ganz gut austeilen, aber ich vertrage nicht so super viel. Ich ziehe mich jetzt mal kurz ein bisschen zurück hier. Ich will das hier lieber ein bisschen erkunden, als jetzt wieder hier in irgendeinen Kampf zu stürzen. Obwohl, meine Runen. Ahnenjünger, hilf mir! Du hast so gute Arbeit geleistet beim letzten Mal. Aber Gas. Arne, Junge, kannst du vielleicht hier ganz kurz mithelfen? Das wäre super nett. Boah, wieso bleibt man denn immer überall hängen, ey? Was das Vieh aushält, das ist ja unfassbar. Der Tod, ja, er ist draufgegangen. Das gibt's doch gar nicht. Komm noch mal kurz her, bitte. Weg, weg. Trink, trink. Sehr schön. Boah.
Okay. Das hätten wir. Sehr schön, immerhin etwas. So, dann schauen wir mal. Ich bin der Meinung, da drüben bin ich noch gar nicht gewesen, oder aber ich erkenne es einfach nicht wieder. Ach doch, das ist ja das Tor, da geht's rechts hoch mit dem Wahnsinn. Okay. Da sind wir jetzt auf der anderen Seite. Hier scheint aber nichts weiter zu sein. Hier kann ich scheinbar rüber. Hier vorne gibt es wohl so einen kleinen See. Da unten läuft was. Sehr schön. Womit haben wir es denn da eigentlich zu tun? Agas? Was ist das denn? Komm doch kurz her, bitte. Aha. So. Und da sind wir dann auf der anderen Seite des Eingangs. Genau, okay. So, das bedeutet aber dann halt auch... Ja, was machen wir denn? Ich würde fast sagen... Warte mal, wo zeigen denn die Pfeile hin? Alle so ein bisschen durcheinander, großer Aufzug... Genau, da geht's dann auch irgendwie anders hin. Denn da hoch muss es ja auch irgendwie gehen. Ich befürchte fast, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Dann machen wir es mal eben anders. Denn für diesen Aufzug brauche ich wohl zwei Teile. Und es gibt aber wohl auch einen Weg, der hier lang führt. Denn ich meine, da führt jetzt der Weg nun mal hin. Also der nächste Schritt quasi. Ich sollte natürlich auch noch woanders schauen, damit ich mich ein bisschen stärken kann. Aber alles in allem wäre es schon gar nicht so verkehrt. Warte mal, wird das hier nicht auch markiert auf der Karte? Doch. Königsgräber. Hier ist doch sowas Brückenmäßiges. Wahrscheinlich so ein umgefallener Felsen oder so. Zeigt mal her. Doch nicht? Das da, oder was? Das ist aber sehr optimistisch. Denn der Aufzug führt ja da oben hin. Das heißt, im Grunde müsste ich irgendwo hier darauf kommen. Könnte das hier ein Weg sein vielleicht? Das sieht für mich halt eher so aus, als ob das da alles Abgrund ist und ich da überhaupt nicht weiterkomme. Aber ich muss halt schauen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich will ja darauf. Da ist der Aufzug. Sieht mir fast so aus, als ob es hier lang geht, weiter nach oben. Dafür müsste ich dahin und um dahin zu kommen... Keine Ahnung, ob ich von hier irgendwie dahin komme, aber das sieht mir fast nicht so aus. Das hier ist eine kaputte Brücke. Wisst ihr was? Ich schau mal eben, ob ich da irgendwie auf die rechte Seite raufkomme.
bin nicht ganz sicher, wo das jetzt hier ist. Ach, hier. Oh, schön hier. Da rechts rauf quasi, da drüben. Das könnte doch durchaus machbar sein, oder? Um dann dahin zu kommen. Ja. Hallo. So, gucken wir nochmal. So, hier haben wir schon mal einen Ort der Gnade, ne? Das sieht doch fantastisch aus. Junge. Das sieht einfach so krass aus. Oder wie, oder was? So, das sieht doch schon eher nach einer Ecke aus, die ich noch nicht kenne. Und wo man sich mal umschauen kann. Das heißt, genau, da oben haben wir den nächsten Baum. Dann gehe ich jetzt erstmal hier so ein bisschen runter und schaue, wo mich das Ganze hinführt. Ich folge mal dem Weg. Und guck mal, was hier so auf mich wartet. Da hockt schon der Erste. Hallo. Wie unhöflich von mir. Ja, muss ja erst einen Drachen töten. Aber hat sich schon erledigt, mein Freund. Okay, hier gibt es ein bisschen was. Sehr schön. Können wir ein bisschen Fortschritt machen? Da vorne kämpfen welche. Hallo? Der ist flink. Komm mal hier rüber, ich will die anderen nicht aufschrecken. Heieiei, der hat aber ordentlich Gas gegeben jetzt. Oh, oh. Hör mal auf, können wir nicht drüber reden? Jetzt fängt der auch schon an. Magie ist hier nicht so meine Lieblingsfeinde. Aber ich lasse die mal kämpfen. Die kümmern sich schon umeinander. Was ist denn jetzt? Boah, nee, wisst ihr, was ich meine? Das ist so... Genau. Das ist so mega bescheuert irgendwie. Also ich bleib dabei, dieses Rumgeschieße mit diesen Pfeilen, die einen dann noch verfolgen, bin ich nicht für, ehrlich gesagt. Ich bin für den Nahkampf. Aber das ist so unberechenbar irgendwie, ausweichen und dann auch mit der Kamera, man sieht nicht so genau, wann schießt einer und so. Finde ich persönlich schwierig. Das finde ich dann wesentlich schwieriger. Ja, sowas zum Beispiel. Das hilft mich, egal was Phase ist. Ich komme jetzt hoch, Freundchen. Mach auf deinen Quatsch. Handbuch, sehr gut. Wo ist denn der Typ? So. Okay. Das hätten wir. So, jetzt haben wir mal kurz einen Überblick. Da unten liegt noch ein Item. Hier unten haben wir so ein paar Magier, die rumstehen. Das Ganze führt nach da oben.
Das ist dann das Schloss Sturmschleier, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das nicht so? Ah nee, das ist das Ding, wo ich Godric... Ja, okay. Aha. So, die Brücke führt zu einem Turm. Der wird da auch nicht zum Spaß stehen. Demnach... Warte mal, kann er von hier oben vielleicht ein bisschen arbeiten? Da? Nee, scheinbar nicht. So, der eine steht direkt hier unten, glaube ich. Oder ist er weggegangen? Sieht gut aus. Magier, Magier. Boah, Teamwork hier. Boah, die Pfeile einfach. Haben sie die Pfeile auch in groß? Ja. So, den haben wir. Sehr schön. Das ist der Riese, oder? Was kommt da? Ah ne, noch Magier. Schnell, schnell, schnell. Okay, sehr gut. 6000 hätte ich fast übersehen. Ich werde mal ein bisschen weiter runtergehen, einfach um hier so ein bisschen die Puzzleteile zusammenfügen zu können. So, er ist weg, sehr gut. Oh, wie krass. Da hat jemand Spaß gehabt beim Design, glaube ich. So, eigentlich müsste das da hinten ja quasi eine Sackgasse sein. Aber da das Elden Ring ist, auch schon wieder nicht. Doch, da muss ich mal schauen. Oh. Hau mal ab jetzt. Nee, komm her. Den haben wir, der wird aber nicht alleine sein. Da hinten sitzt noch einer. Oh, gefährlich. Oh. Sehr gefährlich. Eieiei. Hör mal auf. Ah. Sag mal. Sturmfalkenfeder. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Gibt's hier noch was? Irgendeine Sehenswürdigkeit oder ein Dungeon mal wieder? Da unten geht's ja nochmal weiter. Oh Gott. Ich glaube, ach, da oben hängt keiner dran, oder? Weil die droppen ja dann immer von diesen Dingern. Die finde ich so gefährlich, die Typen. Mit 25 Armen und so.
Nein! Hau ab. Jei. Er fällt aber nicht um, so wie es aussieht, aber er hört irgendwann auf. Der ist down. Den haben wir gleich. Weg, lass ihn umfallen. Ja. Den haben wir. Was bringen die? Nicht so viel. Wieder geht's nochmal runter? Hä? Da führt es nochmal runter, aber von da komme ich quasi. Das ist nur der Seitenweg. Da vorne haben wir aber eine Flagge, was durchaus heißen kann, dass da nochmal ein Lager oder sowas ist. So, da oben hockt irgendwas. Da drüben haben wir so eine Kugel oder so. Was ist das da? Ah, nochmal so Typen, okay. Ach, und da oben sind nochmal solche. Ah, okay. Das hätten wir. Dann schauen wir mal, was sich hier befindet. Hier haben wir noch einen Ort der Gnade. Sehr nah dran an dem Typen. Vielleicht sieht er mich ja nicht. Sieht gut aus. Magier. Die so mit letzter Kraft versuchen, mich zu treffen, irgendwie. Völlig erschöpft. Geben sie dennoch nicht auf. Da führen die Dinger hoch. Ach, das hätte man vielleicht vorher schon wissen können, oder? Dass das hier runterführt. Okay. Da ist ein großer Typ. Aber die Brücke scheint komplett durch zu sein. Boah, was halten die denn so viel aus, ey? Mal her. Sehr schön. Da haben wir noch eine Kutsche oder so einen Wagen zumindest. Bitte. Okay. Wo kommt der denn her? Wo ist der? Wer hat den hier gerade geschossen? Hä? War der das da? Ach, er! Ah, jetzt check ich's. So bleibt er noch. Da drüben würde ich ganz gern hin, aber die Brücke bringt mir auch nicht so viel. Der hält ein bisschen was aus. Die Hälfte haben wir.
1320. Nehme ich. Sehr gern. Vielen Dank. Ich habe dich erlöst. Was gibt's hier hinten? Haben wir schon mal eine Truhe? Baumspeer. Führt das da irgendwo hin? Oder nur in den Tod? Nee, oder? Nee. Okay. So, dann schaue ich mir da rechts nochmal. Da geht es ein bisschen runter, aber ich glaube, ich muss von der anderen Seite kommen. Dann kann ich da schauen, ob da noch irgendwas zu finden ist. Aber schön, ein bisschen Fortschritt gemacht, neues Gebiet entdeckt. Gefällt mir gut. Immer so ein bisschen Angst bei Elden Ring, auch schon gehabt, als ich es damals gespielt habe, dass es irgendwann nicht weitergeht und dass dann das Gegrinde losgeht. Weil jetzt habe ich mir wesentlich mehr Zeit genommen für die einzelnen Sachen, auch wenn das für viele nicht so aussieht und man das vielleicht anders... Ich meine, man kann auch 50 Stunden im Anfangsgebiet verbringen und schauen, dass man super stark ist. Aber ich bin immer so ein bisschen Freund davon, erstmal probieren und schauen und ein bisschen was investieren. Und wenn es dann nicht klappt, kann man immer noch zurück. Denn ihr wisst, ich mag Fortschritt und das ist auf jeden Fall Fortschritt heute gewesen. Hier was Neues finden, zu wissen, beim nächsten Mal habe ich was zu tun und was zu entdecken. So rumsuchen und so, da bin ich gar kein Freund von den Spielen. Oder sterben. Könnte doch was sein, oder? Schwieriges Gebiet mit dem Pferd hier. Oh, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch original das Gebiet von diesen ganz kleinen. Und siehe da. Die sind fies, ey. Den haben wir. Einer ist da noch mindestens. Da ist er. Ja, dann wird das hier ja wohl irgendwo hinführen. Wenn die hier was verteidigen. Ich meine, wo wohnen die überhaupt? Haben die Hütten oder wohnen die unter der Erde? Ah. Hier muss ja irgendwas sein. Nochmal. Komm, noch einmal. Danke. Hier, was haben wir denn hier? Oh, wieso sitzt der hier? Oh, ist das creepy. Na, nee, nee, ciao. Aber davon spaltet sich jetzt der Weg links hier nochmal so ein bisschen ab. Mal hier mal gucken. Ja, Tatsache! Das gibt's ja gar nicht. Eigentlich ist mir gerade gar nicht nach Dungeon, aber... Warte mal, ich schau erstmal, ob ich... leveln kann. Ich glaube fast nicht. Wie viel brauche ich denn? 13.500, sagen wir. Da kann ich aber ohne Probleme... Ja. Sehr schön.
im Idealfall natürlich solche Runen benutzen und dann ziemlich genau an die Summe rankommen, die man braucht. Nehmen wir ein bisschen Kondition oder Lebenspunkte? Komm, nehmen wir Kondition. Ach, wisst ihr was? Das heben wir uns auf, Leute. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir in der nächsten Folge und dann geht es wieder ein bisschen zurück und dann können wir nochmal kurz schauen. Ach, hier kann ich jetzt nicht schnell reisen. Hier hoch, das könnte interessant sein, denn da scheint die Brücke bis rüber zumindest intakt zu sein, was auch immer hier ist. Und dann haben wir den Weg hier hoch bis zu diesem Baum und dann kommen wir ja vielleicht auf die Rückseite des Aufzuges oder so. Und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an, Leute. Bis dahin, ciao.